Zeit geht schnell, wir fahren gerade weiter mit dem Projektpreis. Wir haben auch ein bisschen die Wahl oder die Qual der Wahl gehabt. Projektmässig sind etwa gleich viele Anträge eingetroffen wie das letzte Jahr. Wenn ich es richtig im Kopf habe, 14 Projekte, die sich da beworben haben. Die Schwierigkeit war, dass das ganz eine breite Palette war. Wir kennen Fairtrade, wir haben von dieser Sorte Eingaben gehabt. Originell, weil es um Kinderkleider gegangen ist, ist ein bisschen etwas anderes als der Kaffee, den man in der Migros kauft oder Bananen. Am anderen Ende traditionelle Projekte, die man aus der Entwicklungszusammenarbeit kennt, wo Geissen an Familien abgegeben werden, wenn sie dann ein Junges haben, gibt man es jungen Tier weiter und so vermehren sich die Herden. Wir haben also hin und her gemacht, wir haben unsere Kriterien angeschaut. Ist das gut verankert in der lokalen Wirtschaft? Gibt es eine Wertschöpfungskette, die auch lokal funktioniert? Ist es nachhaltig, aber auch soziale Aspekte? Die meisten Projekte haben das erfüllt und damit ist unser Problem noch nicht gelöst. Wir haben dann weitergeschaut und gesagt, als Team, ich habe vergessen, das vorzustellen, es ist der Hans-Jörg Leutweiler ist da, der Michael Amsing von Morisha hat heute nicht kommen, aber wir drei haben dann weitergeschaut und gesagt, eigentlich würden wir gerne noch so ein bisschen etwas Wegweisendes, Neues zeigen, nichts Traditionelles. Und vielleicht muss ich jetzt gerade schon die Katze aus dem Sack lassen. Wir haben ein Unternehmen gewählt, wo ein junges Ehepaar im April 2010 nach Kambodscha ist und dort eine Informatikfirma aufgebaut hat. Man weiss, dass gerade Informatik in diesen Ländern vom Süden eine wesentliche Rolle spielt und sicher etwas zukunftsgerichtet ist. Das hat uns sehr angesprochen. Das andere war, es war eine abgerundete Sache. Das Projekt hat sich bereits bewährt und man sieht, dass das auf soliden Beinen steht. Man hätte auch gerne vielleicht etwas unterstützt, das noch mehr im Anfang ist und Unterstützung brauchte, aber letztlich haben wir gesagt, nein, wir wollen etwas auszeichnen, das sich schon ein Stück weit bewiesen hat. Ich habe dann denen versprochen, ich will nicht zu viel schwätzen, ich will sie lieber auf die Bühne bitten, damit sie selber ein bisschen von ihrem Projekt erzählen können. Ich sehe es jetzt gerade noch nicht im Publikum, aber Stankowskis wissen, dass sie jetzt dran wären. Nochmal herzlichen Glückwunsch, Rebecca und Dominik. Ich hoffe, ich habe es bisher richtig gesagt, was ich über euch gesagt habe. Ich möchte einfach ein paar Punkte rauspicken aus unserer Sicht. Wir haben heute Morgen schon einiges gehört über Kleinkredit, über Unternehmensförderung. Sie haben noch ein bisschen anderen Ansatz. Und was jetzt raussticht, ist, sie sind normal im März von Kambodscha eingebettet, stellen die Leute da zu sehr guten Arbeitsbedingungen. Also ein angenehmes Arbeitsumfeld und sie sorgen auch dafür, dass die Leute sich weiterbilden können und haben Leute im Gesamtteam, wo unterdessen wahrscheinlich 50 Leute sind, die auch ausgebildet werden. Also etwas, das die Nachhaltigkeit und den Multiplikationseffekt durchaus nicht gewährleistet, aber zumindest im Ansatz da ist. Dann ein anderer Aspekt, sie fördern Open Source Technologie. Muss ich langsam aufpassen, dass ich mich nicht auf den Test rauslasse. Etwas, das eben nicht einen Haufen kostet, wenn man so ein Programm kaufen muss, sondern wo auch Leute, die wenig Geld haben, können weiterentwickeln und drin arbeiten. Und dort, wo es einen Gewinn gibt, wird das weitergeben, nochmal an andere Hilfsorganisationen. Das sind so vier Aspekte, die ich finde, das hat so nebst dem ganzen wirtschaftlichen, ökonomischen, einen Anteil an Sozialem, der uns wichtig ist. Jetzt könnt ihr vielleicht noch etwas ergänzen, vielleicht nicht allzu technisch, sonst komme schon ich nicht daraus, aber vielleicht auch noch, wenn ihr als Christen in dem buddhistischen Land oder in dem Land, das vielleicht sehr wenig Wert hat, arbeitet. Dankeschön. Zuerst möchten wir uns ganz herzlich
Gustav Barmut und bei euch der Jury bedanken. Ja, das freut uns sehr, dass unser Projekt hier gewonnen hat. Und wir sind jetzt anderthalb Jahre alt und es ist, wenn wir zurückschauen, einfach irgendwie ein Wunder, was da passiert ist oder wie das so entstanden ist und eben jetzt, so wie es jetzt sich entwickelt hat. Jetzt vielleicht drei Stichwörter, die unser Projekt oder unsere soziale Firma in Kambodscha beschreiben. Wir können sagen, Stopp Armut, Gott und Open Source. Open Source wird dann der Dominik etwas dazu sagen, aber nicht technisch. Stopp Armut ist eigentlich der Auslöser gewesen, dass wir vor 4 Jahren die Schweiz Richtung Kambodscha verloren haben. Wir sind vor diesen 4 Jahren recht aktiv dabei gewesen, in einer Regionalgruppe oder sonst bei solchen Anlässen. Und wir haben viel zu Entwicklungsländern gehört und geredet und so, Fairtrade eingekauft und so weiter. Aber was uns bewegt hat, ist, wir wollten sehen und lernen, wie das ist in einem Entwicklungsland. Was sind die Herausforderungen? Was könnten jetzt gerade wir beitragen? Was braucht es, um Entwicklung zu bringen? Oder was braucht es, um eben die Armut auch zu verkleinern? Und bei den Entwicklungszielen, also bei den Millennium Development Goals, Nummer 8, die Partnerschaften, das ist etwas, was wir immer angesprochen haben. Und ich habe, oder wir haben es eigentlich versucht, auf unser Firmenmodell irgendwie abzubrechen. Nämlich, was wir machen, ist, wir machen Webseiten oder Webapplikationen für den lokalen Markt, aber vor allem für Firmen in der Schweiz oder in Europa, Deutschland vor allem noch. Sie tun eigentlich outsourcen zu uns. Offshoring, Outsourcing, einfach auslagern. Und das sind Partnerschaften, die dadurch entstehen. Also diese Partnerschaften ermöglichen uns, in Kambodscha die Arbeit zu machen und Leute auszubilden im Webbereich. Und eben Stopp Armut ist eigentlich wieder Auslöser gewesen, dass das überhaupt passiert ist. Das zweite ist Gott. Als Christen haben wir uns überlegt, was ist eine Form im Ausland Gott zu arbeiten, wo wir auch unseren Glauben können einbringen können, was uns wichtig ist, auch ganzheitlich das können zu leben. Und wir haben uns umgeschaut nach Missionsorganisationen, wir haben Interserve gefunden, die uns sehr überzeugt hat, mit dem Stand dort hinten. Und Interserve ist eine Missionsorganisation, die das Konzept BAM, Business as Mission, sehr entwickelt hat und verbreitet. Also wie kann man ein Geschäft in einem Entwicklungsland oder in den Ländern, wo die Missionsorganisation schafft, wie kann man ein Geschäft christlich führen oder wie kann man als Christen in diesem Land mit dem Geschäft einen Unterschied machen? Und Interserve hat recht viel dazu entwickelt, Richtlinien oder so, die uns wichtig sind, wie wir unser Geschäft leiten. Also ethisch, Korruption ist heute Morgen schon gefallen, wie gehen wir mit Korruption um, mit Steuerbehörden und so weiter und so fort, mit den Polizisten am Strassenrand. Und eben, wie leben wir das im Arbeitsalltag? Und wie gehen wir mit unseren Mitarbeitenden um? Wie stellen wir sie an? Einfach so ein Vers. Arbeitsumfeld gehört auch dazu. Nächster Punkt ist Open Source. Vielleicht kennen Sie Firefox. Das ist eine Open Source Software zum im Internet browsen. Und ein Pendant zum Internet Explorer. Der Unterschied ist, Firefox wird von einer Community entwickelt, also von Leuten, die sich zusammentun, um das Produkt weiterzuentwickeln. Und alles ist offen zugänglich, wenn Sie Ihren eigenen Firefox erstellen und Informatikkenntnisse haben, dann können Sie das machen. Und wir finden das Modell ein sehr tolles Modell, weil es Community fördert. Und wir denken gerade, wenn ein Entwicklungsland ist es von Vorteil, wenn sich Leute können zusammentun können und wenn sie keine Lizenzen zahlen müssen, um etwas weiterzuentwickeln und um auch gemeinsam zu lernen. Zum Beispiel gerade jetzt, an diesem Wochenende, findet eine Entwicklerkonferenz in Kambodscha, in Phnom Penh statt, wo junge Leute im Informatikbereich sich austauschen und unsere Angestellten sind dort auch dabei und erzählen jetzt, wie sie Open Source Software brauchen und wie sie weiterentwickelt haben und können andere Leute wieder anlehren. Und durch das haben wir einen Effekt auch in der lokalen IT-Community, wo wir Software entwickeln und wieder mit Leuten teilen, damit andere Firmen können brauchen und so zusammenarbeiten. Und wir arbeiten nicht nur lokal mit Open Source Software, sondern auch mit unseren Partnerfirmen in der Schweiz und in Europa. Und
wollen so etwas auch beitragen zur Softwareentwicklung. Nicht nur auf kommerzieller Basis, sondern auch auf ideologischer Basis. Ganz besonders freut es uns natürlich, dass eine von unseren Partnerfirmen auch da ist. Wir teilen den Tisch mit Internet so dort hinten. Und eine von diesen Open-Source-Software heisst Typo 3. Das ist, ich denke, ich weiß nicht, die weltweit bekannteste Open-Source-Software für Webseiten zu gestalten. Und ist vor allem gut auch für Hilfsorganisationen, weil wenn Sie als Hilfsorganisation im Süden tätig sind, dann verzichten Sie auf die kommerzielle Software. Das bringt die Leute, mit denen, wo sie möchten helfen, in Abhängigkeiten, sondern unterstützen sie Open Source. Und wenn sie also noch keine Typo 3 Webseite haben, dann dürfen sie sich gerne dort hinten melden. Vielen Dank euch. Und jetzt muss ich dann das Mikrofon irgendjemandem in die Hand drücken, damit ich den Preis würdig kann übergeben. Ich glaube nicht. Ich gratuliere einfach nochmal.